Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu einem neuen Video von mir. Heute seht ihr mich einmal komplett ungeschminkt, denn ich gönne meiner Haut ein bisschen Ruhe und Pause, da ich ganz viele Unreinheiten momentan habe und einfach fühle, dass meine Haut sich gestresst fühlt. Und deswegen machen wir das Ganze heute einmal ohne Full-Face-Make-up. Aber ich versuche dennoch immer wieder Content für euch zu produzieren. Und deswegen habe ich heute einen Shein-Haul für euch. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. So, fangen wir auch direkt mal an. Ich kann euch eigentlich so gut sagen, dass ich mir eigentlich am meisten Hoodies bestellt habe, weil mir nach der Schwangerschaft meine Kilos sehr langsam runtergehen. Und ja, ich fühle mich sehr unwohl momentan in meiner Kleidung drinnen. Natürlich ist die Motivation da und ich sage, meine alte Kleidung wird mir definitiv wieder passen. Aber für die Zeit, wo sie mir eben jetzt gerade nicht passt, engt mich das einfach zu sehr ein. Ich bin einfach ein Mensch. Wenn ich zum Beispiel in einen Laden gehe und ich habe eine Jacke an und mir wird zu heiß, dann kriege ich die Krise. Und das Gleiche ist auch mit Klamotten. Wenn sie mir zu eng sind, dann fühle ich mich da einfach nicht wohl. Und deswegen habe ich mir einfach ein paar Sachen bestellt. Und die zeige ich euch jetzt einmal. Also, die sind ja auch super blöd verpackt, ganz ehrlich. Wenn ich da jetzt reinschneide, dann erwische ich mit Sicherheit irgendeine... Ja, also ihr könnt das sehen, da ist direkt der Pulli drüber. Und man muss so vorsichtig sein, weil wenn man das nicht macht, dann schneidet man sofort in die ganzen Artikel mit rein. Und das ist echt doof verpackt. Ich verstehe auch nicht, warum die das immer so krass in eine Tüte reinquetschen. Weil wenn man das wieder zurückschicken möchte, dann passt gefühlt das ganze Zeug, was so angekommen ist, eigentlich gar nicht mehr rein. Und das ist auch eine Sache, was mich eigentlich so ziemlich nervt. Aber ich habe jetzt bei Shein bestellt, weil wie gesagt, ich wollte mir jetzt keine hochwertigen Sachen bestellen für das, dass ich sie ein paar Monate tragen werde. Beziehungsweise kommt natürlich drauf an. Aber ich, so wie ich es gesagt habe, ich habe direkt in die Tüte reingeschnitten, wo der Pullover quasi darin verpackt war. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Die stopfen die Tüte so voll, dass man das einfach nicht aufmachen kann. Ja, ich habe jetzt natürlich in die Tüte reingeschnitten. Gott sei Dank nicht in die Jogginghose, ist das, glaube ich. Genau, Gott sei Dank habe ich da nicht reingeschnitten. Deswegen passt bitte auf, wenn ihr eure Pakete von Shein aufmacht, damit ihr nicht in eure Kleidung reinschneidet. Ja, fangen wir auch direkt einmal mit diesem Päckchen hier an. Und zwar gab es diese Jogginghosen einmal im Doppelpack. Und zwar gibt es die einmal in schwarz. Genau, die Tragefotos, Videos werde ich euch auf jeden Fall mit einblenden. Da das jetzt viel zu kompliziert wäre, einmal zu besprechen, anziehen, wieder zu besprechen, wieder umziehen und so weiter. Deswegen machen wir es dann so, dass ich euch die ganzen Videos einblende. Und wir hier jetzt einmal von der Qualität sprechen. Ich finde die Jogginghose eigentlich jetzt auch perfekt eigentlich für die Winterzeit. Sie ist gut gefüttert. Und vom Material her fühlt sich sie auch gar nicht so schlecht an. Dieselbe ist dann auch nochmal in weiß. Da hoffe ich sehr, dass sie nicht durchsichtig ist. Ich hasse es nämlich, wenn irgendwelche Sachen durchsichtig sind. Da können die noch so schön sein. Ich schicke sie ohne Wenn und Aber immer zurück. Das erste Paket mit den Jogginghosen sieht schon mal gut aus. Dann kommen wir hier zu einem Hoodie mit einer Kapuze. Und einmal dieser Schrift hier hinten. Ich vermute, dass der zu klein sein wird. Mir fällt gerade auch auf, dass der absolut gar keine Taschen hat. Vom Material her finde ich ihn jetzt auch ja nicht so prickelnd. Ich glaube, das ist ein Material, worin man sehr, sehr schwitzt. Ich werde es anprobieren, aber ich vermute, dass das nicht so mein Favorit sein wird. Dann kommen wir zu einem nächsten Hoodie. Und zwar ist das auch ein ganz normaler Pullover. Der fühlt sich jetzt vom Stoff an genauso der wie der schwarze eben. Ich glaube nicht, dass das Material für mich so gut ist, weil ich solche Stoffe eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich darin sehr, sehr schwitze. Aber ich fand den Aufdruck hier hinten echt cool. Der ist aber auch definitiv schon mal größer vom Aussehen wie der schwarze jetzt. Man sieht es auch her von der Qualität her, ist der Aufdruck eigentlich nicht so gut drauf gedrückt. Man sieht auch schon leichte Spuren, die dann direkt beim ersten Waschen mit Sicherheit weggehen würden. Deswegen glaube ich, dass ich den auf jeden Fall zurückschicke. Jetzt kommen wir zu einem Pullover. Auf den habe ich mich echt gefreut und ich hoffe, dass der von der Qualität echt gut sein wird. Und zwar ist das hier einmal ein brauner, beiger, cremiger
Ton und der hat einmal diesen Aufdruck hier. Das fand ich eigentlich ganz nice. Vom Stoff her ist er jetzt schon mal besser wie die davor, aber er ist auch sehr, sehr dünn. Aber ich glaube, dass der definitiv besser ist wie die davor. Aber leider sehe ich jetzt auch schon, obwohl, das ist so, das soll wohl so sein. Ich habe jetzt gedacht, dass da die Buchstaben leicht weggehen, aber das ist so und da geht auf jeden Fall nichts ab. Das wäre jetzt ein Crop-Pullover. Der fühlt sich jetzt vom Stoff her sehr, sehr leicht an, aber ich glaube, dass der echt cool aussehen kann mit einer Jeans oder einer schwarzen Hose, weil der unten halt nochmal die Schnürung hat und ich finde, der macht dann echt eine super Figur. So, zumindest sah das auf dem Foto so aus. Vom Stoff her gefällt er mir auch ziemlich gut und mir hat einfach dieses Muster gefallen mit dieser Schnürung hinten und das ist definitiv auch einer von meinen Favoriten, die ich bestellt habe. Aber ich habe definitiv zwei Pullover auf eine hohe Messlatte gesetzt, denn die sahen so geil aus auf den Bildern und ich hoffe, das ist sogar einer von denen, weil ich denselben habe ich dann auch nochmal in weiß bestellt. Und zwar ist das ein ganz normaler schwarzer Hoodie, aber die haben hinten nochmal so einen Aufdruck drauf. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, weil eben schwarz auf schwarz, aber ich bin ja ein Typ, der relativ schlichte Sachen trägt und das fällt jetzt nicht so auf. Es hat aber trotzdem was. Vom Stoff her gefällt er mir auch richtig gut. Also den will ich definitiv behalten. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal den weißen an, ob der genauso gut ist. Bleibt er definitiv bei mir, wenn die Größe passt. Denn es gab nur noch Größe L. Sowas bin ich von Shein eigentlich gar nicht gewohnt, dass die eigentlich echt, manchmal haben sie echt coole Sachen. Und wie gesagt, ich wollte jetzt nicht unbedingt High-End-Sachen kaufen für die kurze Zeit, die ich es tragen werde. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, so schnell wie möglich zu meiner alten Figur zurückzukehren. Aber manchmal funktioniert das halt nicht, weil man mit zwei Kindern unglaublich viel Stress hat. Deswegen Hut ab auch an jede Mama, die das alleine handelt. Klar, mein Partner ist immer für mich da, unterstützt mich. Aber wir Mamas sind einfach Maschinen. Und da kann keiner was dagegen sagen, denn wir kochen, putzen, kümmern uns um die Kinder gleichzeitig und wir machen alles gleichzeitig und vergessen manchmal auch einfach Zeit für sich selber zu nehmen. Deswegen habe ich auch gesagt, kaufe ich mir jetzt einfach ein paar Sachen, um mich selber wohlzufühlen in meiner Haut, in der ich jetzt stecke. Deswegen zögert auch nicht, euch mal was Gutes zu tun, denn das ist unglaublich wichtig. So sieht dann einmal der weiße Hoodie aus. Und der hat dann auch noch an der Kapuze, das hatte, glaube ich, der schwarze jetzt nicht, außer ich habe es übersehen, auch nochmal so einen Bestickungsdruck drauf. Finde ich von der Qualität her echt super gemacht, ganz ehrlich. Für Shein ist das eine Top-Qualität und das gefällt mir halt auch. Mega, mega. Und ich glaube und hoffe so sehr, dass er mir von der Größe her passt und dass das einfach nicht zu groß aussieht, weil davon gab es natürlich auch nur eine L. Ehrlich gesagt erinnere ich mich gar nicht daran, dass ich dieses Oberteil bestellt habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Crop Pullover. Ich werde es probieren und euch auf jeden Fall einblenden. Aber wie gesagt, ich kann mich leider nicht daran erinnern, dass ich diesen bestellt habe. Auf diesen Pullover bin ich echt gespannt, weil der auf dem Bild so gut aussah. Und ich sehe auch gerade, dass das ein Crop Pullover ist. Er ist vom Stoff her sehr angenehm. Er kratzt auf jeden Fall überhaupt nicht. Das war kombiniert mit einer High-Waist-Hose, wenn es mich nicht täuscht. Und das sah so geil aus und ich hoffe wirklich, dass der mir genauso stehen wird. Ich habe schon wieder einen Artikel, wo ich mich nicht dran erinnern kann, dass ich den bestellt habe. Ich habe manchmal echt ein Problem, weil ich einfach bei Shein und Temu besonders diese Fälle jedes Mal habe, dass ich ganz viele Sachen in meinen Warenkorb reintue und dann tue ich es wieder auf die Merkliste zurückschicken. Und manchmal gucke ich dann einfach gar nicht mehr, was liegt eigentlich noch im Warenkorb oder nicht und bestelle es einfach. Das ist jetzt einmal so eine, ja, Basic-Hose, würde ich sagen, mit einem weiten Bund unten. Aber ich bin jetzt kein Fan von dem Stoff, weil ich jetzt schon sehe, dass der eventuell durchsichtig sein könnte. Bin mir aber nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, für was ich das bestellt habe. Aber wie gesagt, ich habe oft so eine Situation, was von meiner Wunschliste einfach in meinen Warenkorb reinfällt, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht darüber nachgedacht habe, es zu kaufen. Next! Darauf bin ich super gespannt. Und zwar
Okay, ich dachte, das ist schon wieder so ein Fail. Der sollte eigentlich lang sein. Der ist kurz. Das war so ein Ganzkörper-Jumpsuit eigentlich. Und ich habe mich jetzt eigentlich echt beim Auspacken riesig drüber gefreut. Aber er ist einfach kurz und er sollte lang sein. Deswegen, ich werde ihn mal zur Anprobe probieren. Ich kann mit kurz leider nichts anfangen. Dann kommen wir hier zu einem nächsten Pullover. Und zwar ist das auch so ein Crop-Pullover in der Farbe Grün. Ich fand die Farbe wirklich nice und deswegen habe ich mir den dann bestellt. Ich bin eigentlich kein Mensch, der Crop-Pullover trägt, aber die sahen auf den Bildern immer so cool aus. Deswegen versuche ich das Ganze dann genauso zu kombinieren und es dann so zu tragen. Aber vom Stoff her fühlt er sich auch wirklich sehr, sehr angenehm an und nicht so. Wie soll ich euch das manchmal erklären? Die vorherigen Pullover, die ich euch mal gezeigt habe, vor allem der erste, der hat so ein, wie soll ich das erklären, so einen quietschigen, rutschigen Stoff und das mag ich halt absolut nicht. Und der fühlt sich eigentlich wirklich sehr angenehm an. Dann kommen wir einmal zu dem letzten Outfit, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich mir ein Kleid bestellt mit einem Jäckchen zusammen. Das wollte ich dann quasi auf die Taufe von meinem Sohn anziehen, die aber erst im Sommer ist. Aber weil der im Sale war, habe ich mir das Set einmal mitbestellt. Das Kleid geht einmal unter die Knie. Ich hoffe jetzt bloß wieder nicht, dass der durchsichtig ist, dieses Kleid. Ich habe nämlich einmal die passende Selma Michael Kors Tasche dazu. Und das wäre dann einmal das Jäckchen. Ich fand das gleichzeitig sehr elegant, aber auch irgendwo sehr dezent, finde ich. Obwohl es dieses krasse Muster hat. Auf dem Bild sah das wirklich sehr, sehr elegant aus. Und ich hoffe, es passt. Abgesehen von Klamotten habe ich mir jetzt ein paar Sachen bei Shein noch bestellt. Hier einmal so ein Stehlicht, denn ich brauche immer wieder ein Licht hier hinten. Und das momentan ist ein bisschen zu klein und deswegen versuche ich den Hintergrund noch etwas weiter zu beleuchten. Deswegen habe ich einmal das hier bestellt. Das zeige ich euch dann aber auch eingeblendet im Video mit. Denn das Ganze jetzt auszupacken und aufzubauen würde viel zu lang dauern. Wie die meisten wissen, habe ich momentan pures Lifestyle-Mom-Leben und laufe zu Hause eigentlich nur noch mit geschlossenen Haaren rum, damit alles schnell gehen kann, der Haushalt, die Kinder und alles Mögliche. Und deswegen habe ich mir jetzt einmal diese Spangen hier bestellt, damit ich meine Haare einfach on fleek einfach hinterstylen kann, ohne dass es richtig bescheuert aussieht, würde ich sagen. Die sind schön groß. Sind jetzt auch in vier Farben gekommen. Die sind sehr, sehr streng vom Halt her und das ist für mich sehr wichtig, weil ich habe schon ganz oft Spangen gehabt, die hat man dann einfach in die Haare reingeklemmt und die sind dann einfach die Haare runtergerutscht, weil die einfach keinen festen Halt hatten. Aber die sind wirklich super von der Spannung her. Dann hatte ich mir hier ein super süßes Armband bestellt. Das Armband ist eigentlich wirklich sehr, sehr süß, aber mir gefällt jetzt das K nicht. Es sieht wirklich schrecklich aus und deswegen werde ich es definitiv zurückschicken. Auch wenn das K jetzt schön aussehen würde, würde ich es trotzdem wahrscheinlich nicht behalten, da es mir einfach zu groß ist und es würde einfach nur rutschen und ich würde es einfach nur verlieren. Dann haben wir hier einmal dasselbe Armband nochmal, nur mit dem Buchstaben D, weil die Namen von meinen Kindern einmal mit D beginnen. Das ist jetzt auch einmal vom Kettchen etwas anders wie beim K. Es ist tatsächlich etwas kürzer, aber dennoch leider zu groß und deswegen werde ich es auch zurückschicken. Hingegen einmal zu diesem Armband finde ich das wirklich super, super schön. Und das kann man hinten dann auch fester ziehen. Das finde ich wirklich sehr, sehr elegant und sehr schlicht. Ich mag solche schlichten Sachen, die dennoch etwas aussagen. Finde ich super schön, werde ich definitiv behalten. Zu guter Letzt hatte ich mir noch ein Bauchpiercing bestellt. Ich war zwar der Meinung, dass ich mehrere bestellt habe, aber hier einmal zu sehen, der hat jetzt auch hier vorne keine Kugel, sondern so einen Stein obendran. Versucht das jetzt auch aufzudrehen. Etwas komplizierter als die Bauchnabelpiercing mit der Kugel. Aber ich denke, das werde ich schon hinkriegen. Werde ich definitiv auch behalten, weil er wirklich sehr dezent, klein und zierlich ist.
Und kommen wir jetzt auch schon zum letzten Artikel von dieser Bestellung. Quatsch, ich habe mir, glaube ich, noch eine Lederhose bestellt, die unten einen breiten Schlag hat. Die ist aber noch nicht angekommen. Ich hoffe, ich werde sie mit abfilmen. Ansonsten zeige ich sie euch dann einfach in der Instagram-Story. Deswegen vergisst nicht zu abonnieren und zu folgen. So, wenn mein Freund mir schon keinen Ring kauft, dann kaufe ich mir jetzt eben selber einen. Nein, Quatsch. Aber ich fand die Kombi zwischen diesem Ring wirklich sehr, sehr schön. Ich werde ihn mal anziehen. Mein Ring, den mein Freund mir leider geschenkt hat, durch die Schwangerschaft und die ganze Wassereinlagerung einfach zu klein ist. Und deswegen kann ich ihn leider nicht mehr tragen. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan davon, Silberschmuck zu tragen. Ich trage eigentlich nur Gold. Aber er hat auf dem Bild wirklich sehr, sehr schön ausgesehen. Ich zeige euch das Ganze einmal von nah. Und er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber ich glaube, wie gesagt, das Silber, das ist einfach nicht meins. So, meine Lieben, das ist alles, was ich zurückschicke. Ich habe eigentlich so gut wie alles zurückgeschickt, außer bei diesem grünen Pullover bin ich wirklich noch am Überlegen, ob ich ihn behalte oder nicht. Ansonsten habe ich dieses schwarzen Crop Pullover behalten, einmal den schwarzen Pullover mit der Aufschrift und das Kleid mit diesem Muster. Ansonsten habe ich wirklich alles zurückgeschickt, außer das Armband, was ich euch noch gezeigt habe, und das Bauchpiercing. So, meine Süßen, das war's einmal mit dem Shein-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr werdet mich weiter unterstützen, wie bisher auch. Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Jedes einzelne Kommentar, was ich lese, wird von mir natürlich wertgeschätzt. Deswegen tut einmal fleißig unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Das hilft mir natürlich auch sehr auf meinem weiteren Weg, für euch Content zu produzieren. Dann darf das Like natürlich nicht fehlen. Und aktiviere einmal die Glocke, falls du das noch nicht getan hast, damit du kein weiteres Video verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder.